Ja, das zentrale Thema des Films ist eigentlich nicht dieser Science-Fiction-Aspekt, der da mit diesen übersinnlichen Fähigkeiten spielt, sondern es ist eigentlich die Beziehung des Vaters zu seinem Sohn. Marius, du hast dir den Film Midnight Special angesehen. Kannst du mir was darüber erzählen, worum es geht? Ja, das ist die Geschichte eines übersinnlich begabten Kindes, das in Texas aufgewachsen ist, bei einer etwas obskuren Sekte und jetzt zu Beginn des Films von seinem leiblichen Vater entführt worden ist. Okay. Ein wichtiger Bestandteil von dieser Sekte ist eben halt dieser Junge und von der Sekte quasi als Auserwählter betrachtet wird, der ihnen einerseits den Weltuntergang vorhergesagt hat und andererseits aber angeblich auch das Versprechen, dass jeder, der dieser Sekte angehört, an diesem Tag eben gerettet wird. Was wissen Sie über Erdenmeyer? Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Er bekam Anfälle. Dinge gingen kaputt. Dann flüchtet er halt und zwar nicht nur zuerst von der Sekte verfolgt, sondern auch vom FBI, das die Sekte schon seit längerem quasi überwacht hat, und auch von der NSA. Wir müssen herausbekommen, wo er ist. Was würdest du sagen, wenn du in einem Satz sagen müsstest, was ist das zentrale Thema des Films? Ja, das zentrale Thema des Films ist eigentlich nicht dieser Science-Fiction-Aspekt, der da mit diesen übersinnlichen Fähigkeiten spielt, sondern es ist eigentlich die Beziehung des Vaters zu seinem Sohn. Die ist es dann letztendlich auch, die dazu führt, dass das Kind sich selber bewusst wird, welche Fähigkeiten es hat und wie es auch die Möglichkeit hat, diese so anzuwenden, dass es sich selbst nicht dabei schadet. Dad, ist schon gut. Würdest du diesen Film weiterempfehlen? Ja, mit gewissen Abstrichen. Also es ist sicherlich ein Film, wo man sich drauf einlassen muss. Es gibt vor allem viele Dinge, die einfach nicht erklärt werden. Also man sollte mit der Bereitschaft in diesen Film reingehen, sich darauf einzulassen und nicht mit einer Patentlösung und mit allen Antworten wieder daraus hervorzugehen.